Das ist ein Morelo Loft, ja. Und in dem Morelo Loft, ja, da wird eine Waschmaschine eingebaut. Hier ist Klaus Hühnerkopf, grüß dich. Hallo, grüß dich. Vorne sieht man es, ein Morelo Loft. Und wir haben uns entschieden, diese Waschmaschine ist unser Senderfahrzeug. Wenn wir nämlich auf große Reise gehen, wie zum Beispiel bei dir, machen Moderationen, muss auch mal was gewaschen werden, weil wir sind teilweise ein, zwei Wochen unterwegs. Und das ist eine ganz besondere Waschmaschine, die ist eigentlich gedacht für japanische oder fernöstliche Haushalte, die nur ganz wenig Platz haben. Ja, das ist eine 3-Kilo-Waschmaschine. Die hat sogar, die ist hier mit Trockner schon mit dabei, ne? Also die ersten, die wir eingebaut haben, die hatten nur Schleudergang, aber die ist sogar mit Trockner. Und die haben wir jetzt mal auf die Seite verbaut, dass sie halt auch sehr gut zugänglich ist. Du hast aber auf der Seite auch eine kleine Klappe. Also normal die Pelles und so, die größeren Morelos haben ja. Zeig das mal gerade auf der anderen Seite, sind nämlich noch Fahrräder drin, da ist die große Klappe. Genau. Und so. Bei dem ist ja, bei dem Loft ist ja die kleinere Klappe hier und da passt das eigentlich ganz gut. Wenn du hier die große Klappe hast, dann musst du einen anderen Platz suchen. Dann könnte man die auch hier an die Wand hängen. Aber so haben wir uns jetzt mal entschieden, mit dir zusammen, dass wir so mal auf die Seite machen. So kommst du auch gut dran. Wenn du zumachst, kannst du trotzdem hier noch was verstauen. Ist jetzt mitten noch in der Installation. Ihr habt doch da unten eine ganz kleine, was ist da eingebaut? Da ist die Wasserleitung hat er hingelegt. Okay. Und das wird ein Druckminderer sein. Ne? Druckminderer mit einem Abstellventil. Siehst du, okay. Eine kleine Zuleitung. Was ist dann Strom und das alles soweit. Ja. So, wir haben uns jetzt im ersten Schritt dazu entschlossen, dass der Ablauf in den Eimer runtergeht. Das wird im nächsten Schritt, wenn ich nochmal komme, wird das dann an einen entsprechenden Abwassertank angeschlossen. Sieht jetzt nicht so schön aus. Warum? Die Blende fehlt noch, richtig? Ja, die Blende, die liegt hier. Die wird nachher drauf gemacht. Und du hast ja gesagt, machst du erstmal unten raus in den Abwassertank rein, weil das war ja heute auch ein bisschen kurzfristig. War hoppla hopp. Hoppla hopp. Aber ihr habt es trotzdem professionell gemacht. Genau. Mit dem Aufstehen heute Morgen war ja auch nicht so früh bei dir. Und deswegen, also du hast normal einen guten Tag hier dran Arbeit, um das so zu machen. Und dann baue ich meistens eine Hebeanlage ein, weil du musst ja das Wasser, weil die Garage ja tiefer sitzt als der Abwassertank, kommt hier noch eine Hebeanlage rein. Aber das ist der Platz, sonst würde ich die da hinten reinbauen oder an die Wand hängen. Ich zeige das mal gerade auf der anderen Seite. Es gibt noch einen zweiten Platz. Da haben wir uns aber dagegen entschieden, weil ich diesen Ablageplatz nämlich brauche für mein ganzes Mountainbike-Zubehör, wenn ich mal unterwegs bin. Und dann hast du das Problem, wenn das Fahrrad hier drin steht und deine Frau will da an die Wäsche dran und kriegt dann die Tür nicht richtig auf. Das ist halt ein bisschen schwierig hier. Deswegen haben wir gesagt, komm her, wir machen es erstmal da drüben hin. Aber es ist ja auch kein Problem, das mal irgendwann umzubauen. Wie gesagt, das war jetzt mal hoppla die hopp. Was wir heute gemacht haben, hast du ja mitentschieden auch, dass wir es erstmal so machen. Mhm. Und wie gesagt, probier es mal aus, und wenn ihr damit zufrieden seid. Ich zeig mal gerade, wie professionell das gemacht hat. Also hat hinten eine entsprechende Metallplatte, denn da sind zwar nur 3,5 Kilo Wäsche, aber durch die Schleuderwirkung ist das Ding in Bewegung. Gell? Ganz genau, siehst du schon oben. Ne? Oben hat er 4 Schrauben reingemacht, nach unten, also mit 2 Schräubchen und so. Und einfach mal so an die Wand hängen. Wie geht das, nicht. Das kannst du vergessen, wenn du das hier an die Holzwand hängst und die mal richtig die schleuderst, entweder fällt die Waschmaschine runter, die Holzwand raus. Ne? Das ist ungefähr im Prinzip, wenn das so ein Tag Arbeit ist, kann man sagen, sind da so 2x5 Stunden dran? Ja, 5-6 Stunden hast du zu tun. Ne? Okay, das ist so. Kommt immer darauf an, wie viele Verkleidungen du umbauen musst und was du machen musst. Du hast hier jetzt noch den Strom und Wasser musst du umlegen. Der Fabi hat das eigentlich recht zügig gemacht. Nur warst du auch recht pflegeleicht. Also wenn ich das alles normal richtig sauber verkleide und einbaue, hast du auch noch mal einen halben Tag zu tun. Ne? Aber das ist ja, wir haben ja auch jetzt gesagt, okay, wir setzen sie jetzt mal hier hin, weil du auf die Seite die kleine Klappe hast. Normal haben ja die Reisemobile auch auf der Fahrerseite eine große Klappe. Die große Klappe, da macht das keinen Sinn. Sieht man hier, wie hier drüben, ja, der hat eine Garage, der hat auch eine kleine Klappe, der hat jetzt von hinten die Garage. Und ja, da ist ein Auto drin, gell? Da ist ein Auto drin. Der ist jetzt draußen, aber da ist ein Auto drin. Ein Palace-Liner. Der ist ein bisschen größer. Der ist ein bisschen größer. Da ist ein Slider drin. Der hat einen Slider dran, ja. Der wird hier ab Werk schon eingebaut, aber im Endeffekt ist das unser System. Die ersten Jahre haben wir alle Morelos hier umgebaut mit Slider. Und das ist nachher so viel geworden, dass wir das selber personell nicht mehr geschafft haben. Und dann haben wir ja mit Morelo zusammen ein Konzept gemacht, dass wir das direkt im Werk einbauen. Und die waren 2 Monate, 2 Mann von uns im Werk und haben dann denen gezeigt, wie man das einbauen kann. Jetzt noch mal ganz kurz, das ist jetzt so, Leute, die das sehen und sagen, ist das noch Camping? Jetzt
Ist aber so, wir benutzen ja diese Fahrzeuge wirklich für den Beruf. Das heißt, wir sind ja unterwegs, wenn ich jetzt, was weiß ich, fahre jetzt nach Ostdeutschland oder ich bin jetzt unterwegs mal irgendwie an die Küste am Drehen und so weiter, da hat es den Vorteil, ich muss nicht so viel mitnehmen, gell? Das stimmt. Und du hast immer deine Wäsche. Und es ist ja auch so, wenn du auf Stellplätzen bist und hast deine Waschmaschine zur Verfügung, manch einer möchte das ja nicht. Du weißt ja nicht, was vorher da drin gewaschen worden ist. Bleibt eine Hundedecke. Das kann schon mal passieren. Ne? Ich meine, das kennt man ja. So ist es. Von der Hygiene her ist sowas schöner, wenn du es im eigenen Auto hast. Ne? So, jetzt ist hier was ganz Besonderes. Hier ist eine Lithium-Ionen-Anlage von Mastervolt drin. Du bist auch Mastervolt-Partner. Ich zeige das mal gerade. Man könnte so eine Maschine gar nicht betreiben mit Bleigel-Akkus. Geht gar nicht. Oder schwierig? Schwierig. Ja. Weil die Gel-Akkus halt von der Kapazität her ganz schnell unten sind. Und wir setzen ja immer mehr auf Attack sein. Also das heißt, hier gehen eigentlich unheimlich viele Fahrzeuge aus dem Haus raus, wo da brauchst du nicht mehr an Strom gehen. Mhm. Also du fährst das Auto, du kannst die Klimaanlage alles mit Batterien betreiben und das wird dann eingespeist, entweder über eine Zusatzlichtmaschine oder halt, was die effektivste Sache ist und was das günstigste ist, ist Solar am Dach. Ne? Das habe ich jetzt auch oben drauf ab Werk. Zwar nicht viel, 240 Wattstunden, ja, aber... Nein, da kannst du 1000, 1200, das ist überhaupt kein Problem. Wenn du Platz hast. Wenn du Platz hast, ja. Aber wichtig ist, das beste Solar hilft dir nichts, wenn du nicht die richtige Batterie dazu hast. Weil das ist so, wenn du überlegst, du hast einen 10 Liter Eimer Wasser und willst 15 Liter reinkippen, laufen 5 daneben. Und wenn du die Speicherkapazität nicht hast, hilft dir die Menge an Solar nichts, weil es funktioniert nicht. Ne? Jetzt ist dazu zu sagen, Mastervolt kommt aus dem Schiffsbau, das ist zertifiziert für den Schiffsbau. Ist eigentlich gar nicht für Wohnmobile damals gedacht gewesen, sondern es kam wirklich aus der Profitechnik. Das kommt aus der Profitechnik. Also es gibt auch nicht viele Hersteller, die zertifiziert sind für die Marine, weil die meisten Elektrotechniken, die fürs Reisemobil eingebaut sind, sind für die Marine gar nicht zertifiziert, weil bei der Marine ist ein viel höherer Anspruch. So, da vorne, da ist, gab es einen Servicefall bei Mastervolt, ja, das heißt, ja. Die Anlage ist irgendwann mal auseinandergeflogen. Das passiert schon mal. Der hat einen Wasserschaden gehabt. Der hat einen Wasserschaden. Da ist von oben Wasser reingelaufen, weil oben eine Leitung undicht war und die ist hier in den Wechselrichter reingelaufen und das muss ich sagen, das ist egal, welcher Hersteller, wenn du da Wasser reinkippst, brennt das weg. Da ist Feierabend. Also da kann auch die Firma Mastervolt nicht helfen, also wenn hier Wasser reinkommt. Es ist im Endeffekt, hast du Augenkurz. Ja. Aber sollte mal irgendwas dran sein, da sieht man auch hier unten, da sind richtige Querschnitte drin, oder? Ja, von der Leitung her, das ist schon vernünftig gemacht, große Querschnitte und alles drum und dran. Mhm. Und der hat jetzt einen neuen Wechselrichter reinbekommen. Das ging jetzt relativ schnell. Der Kunde hatte angerufen und hat gesagt, ich fahre in Urlaub am Samstag. Ist ja. So, das ist morgen. Ja, ja, wir haben halt ein Mastervolt Lager. Also wir sind Premium-Partner für Mastervolt. Und haben ein recht großes Lager, wo wir gewisse Ware vorhalten, dass das alles ziemlich schnell geht. Also jetzt sind die Leute ja unterwegs, das war ein Gebrauchtfahrzeug, was wir haben. Hier sieht man, von einem Schweizer hat man das abgekauft damals, die sind überall unterwegs. Das rechtfertigt auch nochmal Lithium-Ionen, praktisch Batterien, Autarkie. Ich stehe unterwegs, ich brauche keinen Strom. Ja, das ist A und O. Also ich finde, das wird auch bei vielen großen Autos, die auf dem Markt sind, auch die neu ausgeliefert wird, da wird das einfach viel zu wenig eingebaut. Und die machen heute noch Gelbatterien rein, was ich eigentlich für große Fahrzeuge gar nicht verstehe. Also bei so einem Wert, was so ein Fahrzeug kostet und dass da noch Gelbatterien reingemacht wird im Jahre 2020, wo jedes Handy heute schon eine Lithiumbatterie drin hat. Ja, also das ist mal so. Ja, jetzt ist das hier besonders ausgeklügelt entsprechend bei Mastervolt, denn das Schöne ist, viele Campingplätze sind zum Beispiel nur mit 3 Ampere abgesichert. Das soll es geben. Also in Deutschland sind ja 16 Ampere Haushaltssicherung. Sag mal so, da kann ich so 14, teilweise auch 16 Ampere entnehmen. Aber jetzt gerade in Italien teilen sich ganz viele Campingplätze einen 16 Ampere Anschluss. Und da geht der Inhaber einfach hin und macht 3 Ampere rein, auch damit die Klimaanlage nicht laufen kann, richtig? Ja, das ist so. Aber hier kannst du, wenn du Lithiumbatterie drin hast, kannst du den runterstellen auf 3 Ampere. Ja. Dann wird das nachgeladen, was reinkommt. Und der Reststrom holt sich die Klimaanlage aus der Batterie. Und Solar natürlich, die hilft ja noch mal mit. Ja, die Solar ist A und O. Also wenn ich so ein Konzept mache, gehört normale Solar auf dem Dach, dann gehört ein Booster rein, dass ich von der Lichtmaschine halt nach hinten die Batterie laden kann. Und wenn du richtig Luxus haben willst, machst du eine Zusatzlichtmaschine rein. Ne? Ja, da vorne ist auch was ganz Besonderes drin. Klaus, wenn du den mal kurz rausziehst, ja. Das ist ein Fahrradhalter, den man rausziehen kann.
auf die Seite rausziehen oder auf der anderen Seite rausziehen. Praktisch, den, oder? Ja. Also das muss ich schon sagen. Und dann kannst du halt auch, da gibt es dann noch ein anderes System, wo du unten eine Schiene quer hast, wo du den auch verschieben kannst. Mhm. Dann brauchst du nicht immer hier, der ist ja gerade durchgeschraubt am festen Punkt. Und dann gibt es den gleichen noch mit dem Schienensystem, wo du den nach rechts und links schieben kannst. Ne? Okay, super. Also da, das heißt, es gibt auch verschiedene Anwendungen. Du musst da vieles haben, weil das eine passt in das eine Wohnmobil rein, das andere in das andere Wohnmobil rein. Wenn jetzt, ich sag mal, Leute hatten jetzt zum Beispiel ein Wohnmobil, die haben schon ein paar Sachen drin gehabt, die sie gerne umgebaut haben möchten. Ist das möglich? Das ist kein Problem. Kein Problem. Ja, also ich baue das um. Ich habe auch, wenn einer was ganz Spezielles mitgebracht hat aus dem Ausland, was es vielleicht hier gerade in Deutschland noch gar nicht gibt, das baue ich dem auch ein. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ja. Ich zeige mal gerade was vorne ist, was auch ziemlich interessant ist zum Thema, was kann man alles machen? Du hast hier jetzt einen ganz besonderen Fall. Das ist eine Spezialanfertigung, richtig? Ja, das ist ein Mercedes Sprinter. 4,50 Meter Aufbau und den machen wir komplett, den Innenausbau. Alles. Halt auch die Technik dran. Siehst du, machen wir gerade Markise dran. Solar ist da drauf gekommen, hinten Fahrradhalter, die Fenster sind von uns. Ne? Das sind unsere Sicherheitsfenster drin. Der ganze Innenausbau, Technik, Elektrotechnik. So, das sind deine Spezialfenster, da ist kein Glas drin, richtig? Nee, das ist Makrolon, dreifach verglast. Dreifach? Das ist dreifach verglast. Sind die leise? Die sind sehr leise. Sehr leise, Einbruchhemd und du merkst auch im Winter vom Heizen her. Ne? Und hier, da haben wir die Fenster gleich in Wagenfarbe mit lackiert. Die sind sehr, sehr flach. Man kommt da wirklich so einfach nicht rein. Nee, kommst du nicht rein. Also da ist auch von der Verriegelung her, die Verriegelung ist eigentlich eine Verriegelung aus dem Hausgebrauch. Ne? Das ist ein Serienhersteller und das ist von Roto, also das hat jeder normales Fenster drin. Und wir können mal von der anderen Seite noch gucken. Warte, ich komme mal kurz zu dir. Hier haben wir auch zwei Lithium eingebaut. Der hat 800 Amperestunden. 800? 2x400. Das ist ordentlich, oder? Das ist ordentlich. Ein 3000 Watt Maßkombi drin. Ne? Also der neue, gell? Das ist der neue, ja. Und stark ist auch hier die Regeleinrichtung, wie schön ihr das eingebaut habt. Das ist Edelstahl, oder? Das ist ein Edelstahl, ja. Also Edelstahl und hier, da kommt noch, da sind die Zylinder drin, das Bett kannst du hoch und runter fahren, siehst du das? Ah, das wird okay. Zum hoch und runter fahren und dann kannst du das verschieben. Ne? Stark. Das sind diese berühmten Mastervolt-Dinger? Ja, wie was? Die Batterien? Die Batterien, ja, die wir eben nicht zeigen konnten, weil wir es nicht... Ganz genau, das sind die Batterien. Und da haben wir extra so eine Halterung schon für, wo die Abschalteinheiten und so, weißt du, und die Batterie, die Sicherungshalter, ist alles fix und fertig. Mhm. Das sind so extra Bleche, die wir uns selber angefertigt haben. Und siehst du auch hier die Kabelquerschnitte, mhm. Ja, die sind alle recht ein bisschen dicker gemacht. Also klar, Kupfer ist schwer, Kupfer ist teuer, wird bei den meisten Herstellern gespart. Aber wenn du keinen vernünftigen Kabelquerschnitt hast, dann funktioniert das auch das Ganze nicht. Ne? Ja, wichtig ist auch, man kann es kaskadieren, bis es nicht mehr geht. Also es geht sogar 100, 200 Batterien aneinander. Wirklich, ja, das ja. Funktioniert. Ja, ja. Prima, das heißt, wenn der jetzt mal kommt und sagt, er hätte statt 800, was ja schon Wahnsinn ist, 1200 geht. Kannst du nochmal zwei unten drunter stellen. Drunter machen. So, jetzt ist hier der Raum, ihr habt die hochgebaut, damit unten der Platz möglichst gut nutzbar ist. Dass du das hochmachen kannst. Und dann haben wir hier aus Item-Profil. Die haben wir eben schon gesehen bei der Waschmaschine, gell? Genau. Und da machen wir auch so Auszüge unten rein und so Sachen. Das kann ich dir gleich mal drüben bei dem Morello zeigen. Da haben wir Auszüge. Zeig mal gerade hier den Fahrradhalter, das ist auch ein spezieller, oder? Ja. Was ist das für einer? Ich glaube, der ist von Brustor, so steht es drauf. Ja. Den hat der Kunde selber mitgebracht. Der ist aber schön. Ja, ist schön gemacht. Ne? Ja. Den haben wir jetzt noch gepulvert und alles. Hat noch einen riesen Vorteil, wenn ich denn wirklich mal rückwärts vergesse was, ist der Halter noch dazwischen, oder? Das stimmt, der Halter dazwischen. Da unten die Klappe ist gut gemacht, oder? Ja, hier die Klappe. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man hier nichts... Das ist jetzt Fahrzeugtechnik aus, ich sag mal, aus dem Nutzfahrzeugbereich, oder? Ja, das ist ja ein Allradfahrzeug, das ist so mehr die Fahrzeugtechnik, ein bisschen stabiler alles gemacht ist für den Offroad-Bereich. Ne? Ah, okay. Ist das Allrad hier, das Fahrzeug? Ein Allradfahrzeug. Das ganz raffiniert ist, haben wir hier noch drin. Das kann ich dir jetzt ganz schlecht zeigen. Was denn? Hier sind gerade die Sticker, was davor, ja. Ich zeig dir das mal. Spannend. Schräg reingucken. Warte. Was hat der Fernseher?
Außenfernseher. Ein Außenfernseher? Ja. Das heißt, Fußball-Bundesliga kann ich draußen gucken? Ganz genau, Markise raus, kannst du, wo denkst. Und dann fehlt halt nur noch die Zapper nach hinten, die du auch mit betreiben kannst. Ihr macht in fast allen Fahrzeugen jetzt Fritzboxen rein oder ich sag mal LTE-Empfänger, dass also die wirklich überall Internet haben mit allen drum und dran, das ist wie zu Hause. Das ist wie zu Hause, ja. Das ist halt die Stand der Technik. Also ich meine, wir sind im Jahre 2020. Also da gibt es Leute, die gucken auf Fernsehen über SAT. Ja, gut, das gibt's auch noch. Also ich will auch nicht die SAT-Schüssel sagen, dass die schlecht ist oder so. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz rein, wenn ich darf. Ah, mal, hier steht die Leiter. Können wir uns mal umgucken. Ja, das ist natürlich schöner Möbelbau. Das heißt, es gibt hier gar nichts. Gar keine Griffe. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Hier vorne sind die Pläne, wie es denn gebaut wird, die CAD-Pläne. Und hier ist dann der Durchgang zum Fahrerhaus. Mittendrin Klaus Hühnerkopf. Hier ist die Dusche. Und was ganz wichtig ist, der Klaus, er wird gleich mal reinkommen. Da vorne ist das patentierte Dachfenster von Klaus oder zumindest mal das, die Eigenentwicklung. Das ist auch einbruchhemmend. Klaus? Klaus? Wenn du mal ganz kurz Zeit hast, dein Dachfenster ist hier nämlich eingebaut. Ja. Das wird hier gefertigt bei dir. Du machst das selber, hast selbst entwickelt? Ja. Ist auch dreifach verglast. Und weil ich ja so klein bin, hab ich hier einen Hebel dran gemacht. Ne? Also siehst du ja, das ist ein ziemlich hohes Auto. Also der Kunde ist auch groß. Ja, ich glaube sogar zwei Kopf größer als ich. Und dann kannst du hier das Dachfenster mit dem Hebel kannst du das einstellen. Ah, ganz schnell. Ne? Und man kommt auch bei diesem Fenster, kommt man nicht rein, oder? Nee. Also schwierig. Nein, schaffst du nicht. Das ist Dreifachverglasung. Auch wieder das Makrolonen, was eigentlich die Leute kennen, wo du mit der Axt oder Hammer einschlagen kannst. Dann hast du hier rundherum die Verriegelung. Und nach hier, wenn du das nach links machst, hast du. Warte mal, ich zeig das mal gerade, weil das war irgendwie nicht drauf. Wenn du das nach links stellst und dann kannst du hier oben machen, dann ist die Lüftungsstellung. Siehst du? Und dann so, da kommt hier den Haken, dann kannst du es auch nicht aufmachen. Ja. Und so siehst du auch hier, guck mal, ich hebe jetzt hoch, also weit über 2 Meter. Und ich mit meiner knapp 1,69. Zeig's mal gerade. Ja, wenn du mal guckst, hier ist schon eine riesen Raumhöhe. Und ich mit meiner 1,69 komme da noch dran. Dafür haben wir hier den Hebel gemacht. Und dann kannst du das so. Zack. Du machst echt Gedanken darüber, oder? Ja, ist so. Gut, ich probiere es alles selber aus. Ne? Und du bist nicht gerade der Größte, oder? Nein, ich sag's das hat einen Vorteil, wenn die Frauen es nicht öffnen können, dann gibt's Ärger, oder? Das stimmt. Nee. So. Nein, vielleicht noch ganz kurz: Fliegengitter ist nicht drin, oder? Doch. Fliegengitter. Da ist Fliegengitter. So ist Verdunklung. Das ist auch Eigenentfindung. Das ist eigene Entfindung, ja. Ja, also wir bauen das, das ist ein Baukastensystem, das sind Hersteller. Wir nehmen halt auch viele Sachen aus dem normalen Wohnhausbereich. Aber du musst rechnen, im Wohnhaus werden ja Sachen zu Tausenden verarbeitet und dann ist es schon stabil. Ne? Ja, stark ist auch die Fußbodenheizung, die hier drin ist. Das heißt, das Ausgleichsgefäß oder was ist das? Das ist Ausgleichsgefäß. Ja, ist hier Fußbodenheizung? Hier ist Fußbodenheizung drin. Hier sieht man noch, ist angedeutet, hier ist ja der Boden noch abgedeckt. Aber wenn du guckst hier... Das ist Serviceboden hier gerade. Hier ist jetzt einfach nur abgedeckt, da kommt noch ein Dings, aber da, weißt du, wo jetzt die Holz angedeutet ist, da liegen normal die Heizschlangen unten drunter. Oder okay, liegen verstehe. Die Heizschlangen unten drunter. Und hier vorne sieht man auch die Verrohrung, das ist alles Profitechnik, oder? Das ist Profitechnik, ja. Also, du hast hier alles mit Fußbodenheizung. Der hat einmal eine Dieselheizung drin und einmal eine alte Warmwasserheizung. Der Vorteil der Dieselheizung ist, die läuft mit dem Kraftstoffdiesel, oder? Ja, die läuft okay. Mit Kraftstoffdiesel. Gas unabhängig. Hier haben wir wieder einen Wasserfilter drin. Das ist eigentlich so heute mit dem Wasserfilterbereich, damit du das wirklich auch das Wasser, was im Tank ist, auch als Trinkwasser benutzen kannst. Ne? Stark. So, wir gehen mal kurz raus, denn da vorne sind die Fenster nochmal von innen. Da sieht man es ganz gut. Das ist das, was du mir zeigen wolltest eben, gell? Das ist hier, außen war es ja silber lackiert. Innen ist es jetzt hier weiß bei dem Auto. Da rechts ist Lüftungsstellung. So ist auf und so ist zu. Wenn du guckst, hier hast du 1, 2. Dreifach, hier Verriegelung, hier oben nochmal, rechts und links 2, also 5 und hier oben in der Mitte wird es auch noch verriegelt, siehst du? Also du kommst wirklich ohne weiteres, also du brauchst lange. Sehr lange, sehr lange. Also mit mal eben ist es nicht machbar. Stark auch hier die Schränke, da siehst du keine Griffe. Nee. Grifflos. Das ist grifflos. Das ist Stand der Technik, oder? Das ist Stand der Technik, ja. Stark ist und hier ist halt auch, hier ist elektronische Verriegelung drin, weil das sind immer so hier Pushlock. Ja. Siehst du, dass die automatisch die Schubkästen rein und rausgehen?
und da hinten ist die elektronische Verriegelung, wenn du dann fährst, damit der Schubkasten nicht rausgeht, weil das Problem ist ja, wenn du Gewicht in den Schubläden drin hast, dann fährst du in eine Kurve, dann drückt das ja durchs Pushlock ein paar Zentimeter rein, ne, oder einen Millimeter. Ja. Und sobald du ein bisschen reinkommst, würde der Schubkasten rausgehen. Und so wird der elektronisch verriegelt. Ne? Okay, das geht vollautomatisch nach dem Losfahren oder wie läuft das? Nee, hier bei dem musst du einen Knopf drücken. Einen Knopf? Ein Knopf. Das wäre ja immer, wenn du... Gut, das kannst du aber auch mit einer Warnmeldung machen. Ne? Das, und ich nehme an, dass hier auch jetzt Induktion reinkommt oder was? Hier kommt Induktion rein. Ne? Okay, super. Das ist Induktion. Das ist jetzt nur eine Musterplatte, die wir einmal fräsen in Holz und die nehmen wir nachher ab und dann kriegt hier eine Dünnsteinplatte drauf. Ne? Also was richtig schön ist, was aber nicht so schwer ist. Ganz genau, 3 mm und dann musst du so rechnen, dann hast du 15 Kilo Gewicht im Quadratmeter. Also das sind ja allerhöchstens mit den Ausschnitten, das sind ja nur 1,5 Quadratmeter. Ne? Mhm. Oder noch nicht mal. Hier hast du 1 Quadratmeter, also und der Rest der Ausschnitt. Also bist du vielleicht bei, ja, noch keine 30, 20, 25 Kilo Gewicht die Platte dann. Ne? So, wir gehen noch mal kurz raus, denn hier wird gearbeitet. Wir müssen die Kollegen wieder reinlassen. Das ist jetzt auf Basis 4x4 Mercedes-Benz. Du fährst selber das Auto und bist ganz begeistert? Ja, ich habe einen 6 Meter, einen Funwork. Das ist ein bisschen anderes Konzept, aber das kann ich dir auch noch mal zeigen. Ich fahre aber auch den Sprinter und muss sagen, der neue Sprinter mit den Assistenten alles drin, Abstandssensor und so, ist schon ein schönes Auto. Das ist jetzt die Basis, denn der wird jetzt wo gefertigt, hier in Deutschland? Ich glaube Düsseldorf. Düsseldorf. Er glaubt, aber das lassen wir mal so offen. Nein, aber ich glaube, der Sprinter wird in Düsseldorf kommen. Nicht so schlimm, wenn es ja nicht schlimm ist, dann kommen die wieder, der wird irgendwo anders gebaut, egal. So, der Aufbau, aus welchem Material ist der denn? Das ist ein GFK. GFK-Aufbau, den haben wir aber nicht gemacht, das hat ein Karosseriebauer gemacht. Profi in dem Bereich. Ja. Und wir machen nur, was heißt nur? Das machen aber alle so, zum Beispiel jetzt Morelo und so weiter, die haben auch entsprechende Dienstleister, die erstmal im Prinzip das Fahrgestell machen und die machen dann den Aufbau. Das heißt also, je nachdem, was gemacht wird, ist es sinnvoll, dass du das mit Leuten machst, die das dann wirklich, ich sag mal, nur das machen. Ganz genau. Das und du machst den Innenausbau? Ich sage mal, eben habe ich schon gesagt, nur, allein nur dieses Wort. Mache du erstmal Innenausbau und Technik. Also das ist schon intensiv und das ist schon unheimlich umfangreich. Weil du musst ja hier gucken, du hast alle Materialien drin und alle Mitarbeiter müssen Hand in Hand arbeiten. Also ich meine, der Schreiner kann polstern, der kann Tischlerarbeiten machen, der kann ein bisschen mit Dünnscheintechnik machen, aber der tut sich halt bei der Elektrotechnik oder bei der Heizung tut er sich schwer. Da musst du wieder jemand anders dran lassen. Und hier haben wir halt den Vorteil bei uns im Unternehmen, wir haben alle möglichen Gewerke arbeiten hier zusammen und das ist immer so eine reine Teamarbeit. Ne? Wir haben ein Team zusammengestellt, da sind da Elektriker dabei. Die Elektriker machen, ich sag mal, Gas, Wasser, Scheiße, alles was so zusammengehört, machen die. Und die Schreiner machen halt die Polsterei noch mit und halt alles, was so noch designmäßig ist. Wenn du mir kurz sagst, wo wir sind im Moment, bei welcher Firma? Ja, Klaus Hühnerkopf in Neukirchen. Ist das Zufall? Du heißt auch Klaus Hühnerkopf. Das ist, du bist der Gründer. Ich bin der Gründer und Inhaber. Ja. Der Gründer und Inhaber. Ihr habt eine große Werkstatt, sage ich jetzt mal. Das Ganze kam aus dem Ladenbau, professionellen Ladenbau. Du bist Schreiner bzw. Tischler und machst das wirklich aus Leidenschaft. Ja? Das ist so. Ich habe mal angefangen ganz früher mit Massivholz Möbel bauen und dann habe ich aber nach kurzer Zeit gemerkt, mit Stielschränken und so ist kein Geld zu verdienen, bin dann in den klassischen Ladenbau gegangen, also mit Spanplatte war Geld zu verdienen und habe dann in 2003 angefangen und habe Reisemobile umgebaut, habe die modifiziert. Das ist aber so entstanden, ich habe selber Reisemobil gefahren und habe gedacht, gewisse Sachen, das kannst du ein bisschen schöner machen und bin dann mit dem Produkt mal auf die Messe gegangen und das war recht erfolgreich. Ja, du bist auch autorisierter Servicepartner von Morelo. Ja. Das wird nicht jeder. Nee, normal nicht. Das weiß ich nicht, ob es jeder machen kann, aber ich weiß schon, ich meine, Morelo hat auch seinen Anspruch. Ich bin einmal für Morelo und nächstes Mal noch Bischof. Aber rein Werkstatt-Service-Partner. Werkstatt-Service, kein Verkauf? Nein, wir machen keinen Verkauf. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt Garantiearbeiten, Dichtungen, zum Beispiel die Prüfung, die macht ihr auch, die Dichtigkeitsprüfung? Ja, für Niesmann und für Morelo halt. Ne? Die Gasprüfung auch? Gasprüfung machen wir auch. Und das heißt, du bist autorisiert, das Stempelchen in das Heftchen reinzumachen? Das dürfen wir. Das machen? Ja, okay, ja, super. Ja. Ja, Klaus Hühnerkopf in dem Ort, in welchem Ort seid ihr? Neukirchen, Knüll. Wo liegt Knüllgebirge. Das? Ja, ist mitten in Deutschland. Ich sag mal zwischen Fulda, Gießen und Kassel. A7, A5, A4 und A49.
Du hast einen ganz kleinen Stellplatz in der Nähe, der zufälligerweise auch von dir betrieben wird, der aber als bester Wohnmobil-Stellplatz bis 50 Plätze von ProMobil bewertet wurde, aber nicht nur einmal, oder? Nee, fünfmal, fünf Jahre. Hintereinander? Fünf Jahre hintereinander. Fünf Jahre auf und fünf Jahre hintereinander prämiert, ja. Der Name von dem Platz? Reisemobilpark Urbachtal. Urbachtal? Urbachtal, ja. Okay, also einfach mal googeln. Ganz genau. Das ist ja ziemlich gemein. Das kostet 12,50 da und die Leute können da stehen und dann erfahren sie zufällig, ja, der Herr Hühnerkopf, der baut ja noch Spülmaschinen, Waschmaschinen und so weiter, modifiziert Lithium-Ionen-Akkus und so weiter und so fort. Du bist aber nicht so schreierig, oder wie manche. Du bist eher ein leiser Typ. Nee, ja, das stimmt schon. Also ich bin eigentlich da recht bescheiden und ja, ich weiß, was ich kann und wir, also unser Team weiß hier, was wir können. Wenn du nochmal sagst, wie du den Betrieb hier offiziell nennst, das ist der. Mein handwerklicher Nebenbetrieb. Genau, danke. Klaus Hühnerkopf. Ja. Tschüss, danke. Ja, bitte.